Das ist die wohl geilste Story, die ich je gehört habe. Hat er die Kuh? Keine Kuh! Oh, die masturbieren! Ist es was mit der neuen Kuh trinken, oder was? Leute, liken, kommentieren, abonnieren und checkt meinen Partner Just Legends aus. Es geht ab, der Zeus hier. Willkommen zu Black Stories. Tödliche Unfälle nach einer wahren Begebenheit. Wer nicht weiß, was Black Stories sind. Oh, meine Frise war voll am Start. Ich werde jetzt gleich eine Geschichte vorlesen. Also einen kleinen Tipp vorlesen. Und ihr müsst raten, was passiert ist. Und dürft mir Fragen stellen. Ich darf aber nur mit Ja und Nein antworten. Also zu fragen, was ist passiert, geht nicht, weil ich kann nur mit Ja und Nein antworten. Und ihr müsst langsam drauf kommen, was vorgefallen ist. Ach du Scheiße. Das ist brutal. Ja. Hast du gecheckt? Ja. Okay. Schikanöses Schwermetall. Alkohol und Unachtsamkeit wurden zwei Musikliebhabern zum Verhältnis. Verhängnis. Hör auf zu lachen. Alkohol ja, und zum zweiten Mal kann es jeder. Ja, ja, kann es auch jeder. Ich mach's mal ordentlich. Der Titel ist Schikanöses Schwermetall. Euer Tipp ist, Alkohol und Unachtsamkeit wurden zwei Musikliebhabern zum Verhängnis. Also Leute, was ist passiert? Fragt mich. Blei im Alk? Was? Jeder wurde erschossen? Nein. Hatten Sie einen Autounfall? Jein. Aber geht in eine gute Richtung. Haben Sie sich betrunken? Ja. Beide gestorben? Ich glaube schon, gell? Nur einer gestorben. Kuh? Keine Kuh. War es ein Versehen? Irgendwo schon, ja. Es war ein Versehen. Es war keine Absicht. Es sollte keiner sterben mit Absicht oder so. Wurden sie überfahren? Also einer wurde auf irgendeine Weise überfahren. Aber überfahren kann man es fast gar nicht nennen. Haben sie ihre Instrumente was mit dem Tod zu tun? Nein. Nein, nein. Das waren Musikliebhaber. Waren Liebhaber Freunde? Die beiden waren Kumpels, ja. Spielt der Schwermetall eine Rolle in der Geschichte? Ja. Zumindest spielt Metal eine Rolle. Haben sie beim Autofahren Musik gehört? Nee. Oh, schwer, Leute, ne? Sind Sie mit dem Auto gefahren? Erstmal schon, ja. War es ein Unfall? War ein Unfall am Ende. Kannst du nochmal vorlesen? Alkohol und Unachtsamkeit wurde zwei Musikliebhabern zum Verhängnis. Waren Sie auf ein Konzert? Nein, aber gute Richtung, sehr gute Richtung. Ihr könnt auch aufgeben, falls sagt, es ist zu schwer. Sie sind irgendwie durchs Auto gestorben. Einer ist das Auto gestorben. Sagt, nur einer ist gestorben, der andere nicht. War es dunkel? Ja. Haben Sie eine Kuh gefahren? Nö. Ist der eine schuld am Tod des anderen? Ja. Ist es wichtig, wo Sie waren? Es spielt eine Rolle. Definitiv. Sind Sie betrunken gefahren? Sie sind nicht betrunken gefahren. Oder? Macht keinen Unterschied. Aber ich glaube, Sie waren betrunken. Er fiel in einen Graben und brach sich das Genick. Der Graben ist schon mal nicht schlecht. Hat mangelndes Licht zum Unfall geführt? Ja. Saßen Sie überhaupt im Auto? Am Anfang schon. Seid ihr euch wirklich sicher, dass nur einer gestorben ist? Ich glaube schon. Nein, es waren drei. Ich sehe es gerade. Beiden Männern. Sind dann drei Menschen oder was? Nee, zwei. Für mich macht es keinen Sinn, dass beide grob, weil warum beide? Der andere muss am Auto hocken werden. Das sind... Also können wir nach beim Vorlesen darüber diskutieren, wie genau dann beide getot sein sollten. Er trank im Graben. Nö. Ist er schnell gestorben? Wollen wir aufgeben? Sollen wir es vorlesen? Mit dem Auto in den Graben gefahren, aus dem Fenster geschleudert. Ja, Autogramm ganz gut, aber Fensterschleuder nicht. Hast du etwas mit Metal zu tun? Also an sich nur nebenbei, aber es juckt nicht. Ich lese es, glaube ich, auf. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden. Echt nicht? Ich lese auf, Leute, komm. Aber es ist echt eine coole Geschichte. Um trotz fehlender Eintrittskarte ein Open-Air-Konzert ihrer Lieblings-Heavy-Metal-Band, deswegen geht ein bisschen Metal, verfolgen zu können, kamen zwei angetrunkene Amerikaner auf die Idee, den 3 Meter hohen Zaun des Festivalsgeländes mit Hilfe ihres Pickups zu überwinden. Sie fuhren rückwärts an die Barriere heran, sodass einer der beiden von der Ladefläche aus hinüberklettern konnte, um seinen Freund anschließend auf die andere Seite zu helfen. Jenseits des Zaunes jedoch ging es über 10 Meter steil in die Tiefe. Der beschwipste Klettermax stürzte ab und blieb mit einem gebrochenen Arm zwischen allerlei Dornbüschen liegen. Also einer ist über den Zaun gefallen, so verstehe ich das. Um wieder rauszuziehen, warf sein Kumpel ein Seil zu, dessen Ende er am Pickup befestigte. Also der soll dann ihn so hochziehen mit dem Pickup, schätze ich mal. Doch in seinem Hektik legte er den falschen Gang ein, den Rückwärtsgang. Der schwere Wagen durchbrach den Zaun. Also war er doch im Auto, ne? Stürzte genau. Dann Abhang hinab und begrub beide Männer unter sich. Ach so, vermutlich war der Pickup ja, weil er dann so, ne? Genau. Okay, aber für mich war es so, der eine war tot, der ist auch puff drauf. Aber scheinbar ist dann der dann auch nochmal umgekippt. Ich habe den letzten Satz auch nicht gelesen gehabt und deswegen war ich auch der Meinung, dass nur einer gestorben ist. Aber dann habe ich gesehen, begrub beide. Aber an sich ist halt einer der wirklich Tote letztendlich. Aber es sind beide tot scheinbar. Voll krass. Gut, wenn man 10 Meter mit dem Auto runterfällt, ich glaube, das überlebt man auch so. Nee, vor allem rückwärts sogar 10 Meter. Aber schweres Metall kann man definitiv sagen. Also Heavy Metal ist da ein sehr guter Titel. Aber sehr schwer, gell? Wer kommt denn auf so eine sehr, sehr verrückte Geschichte? Machen noch eins. War sehr schwer. War sehr schwer, finde ich. Das ist die wohl geilste Story, die ich je gehört habe. Jacke wie Hose.
Ein Mann konnte seiner Lieblingsbeschäftigung nicht wie gewohnt nachkommen. Er sann eine Alternative mit verheerenden Folgen. Beschäftigung ist aber schwierig. Ja, kannst du dir viele Tipps geben? Er masturbiert. Hat er masturbiert? Okay. Staubsauger. Saufen. Hat was mit Alkoholtrinken zu tun? Hat das was mit seinen Hobbys zu tun? Ja, wenn Alkoholtrinken ein Hobby sein kann, dann ja. Ist der Mann gestorben? Ja. Der Mann ist gestorben. Es geht nur ums Alkoholtrinken. Ihr braucht gar nicht so viel noch mehr drüber nachdenken. Es geht nur ums Saufen. Das ist schon schwer genug, drauf zu kommen trotzdem, wenn es nur ums Saufen geht. Er hat sich einen Drink gemixt, der ihn umgebracht hat. Also wenn Alkoholtrinken sein Hobby war, hat er was anderes getan. Aber die richtige Frage ist doch, hat er masturbiert? Nein, hat er nicht. Ein Alkoholiker ist arm und trinkt Benzin wegen Alkohol und so. Nee. Hat er Radler mitgetrunken? Nein. Hat es was mit Alkoholverbot in den 20ern zu tun? Nein. Er konnte wahrscheinlich nicht trinken. Das geht in eine gute Richtung, weil er musste sich eine Alternative suchen. War die Promille zu hoch? Die Promille war viel zu hoch am Ende. Hat er sich was gespritzt? Nee, war gute Richtung. Hat er die Kuh? Keine Kuh! Und auch nicht mit masturbieren! Ist es zum Beispiel das neue Kuh trinken oder was? Hat er Alkohol auf andere Weise durch den Mund aufgenommen? Ja, Schatzatom. Sehr gute Frage. Ist richtig. Hat Alkohol mal anders getrunken. Einlauf bekommen? Ich lese vor. Das war's. Weil das ist vollkommen richtig. Ein 58-jähriger Alkoholiker aus Texas, wo auch sonst, hatte sich schon des Öfteren Darmspülungen verabreicht. Als ihm eines Tages eine Halsentzündung heftige Schmerzen beim Schlucken bereitete, beschloss er, seinen Körper die tägliche Alkoholration auf anderen Wege zuzuführen. Was er nicht beachtete, während er sich von seiner Frau mittels Einlaufs 3 Liter Sherry rektal verabreichen ließ, war die enorme Absorptionsfähigkeit, oh, fieses Wort, der dortigen Schleimhäute, weil du nimmst unglaublich viel auf dadurch. Er verschied mit 4,7 Promille Blutalkohol. Alter, 3 Liter Sherry. 3 Liter Sherry. Durch den Arsch. Alter, wie viel hat in seinen Arsch gepasst? Erste Frage. 3 Liter. Die müssen ja da irgendwie reinpassen, ne? Ich habe mal als Kind eine Bravo-Zeitung aufgeschlagen und da war ein Mädel, das meinte so, hey, ich will mal nachfragen, ob ich krank bin. So, weil ich nicht so viel Geld habe, habe ich einen Weg gefunden, wie ich mit einer Sektflasche super lange auskomme, mindestens ein Jahr lang. Ja, und die meinte auch rektal war das. Der dann einfach immer so eine ganz normale Spritze genommen, wie man von Arzt kriegt, hat immer ein bisschen Sekt gemacht und das rein in den Hintern. Und ist dann feiern gegangen, genau so, ist voll gefährlich, ist dann was nicht. Ich kenne Frauen, die tunken ihren Tampon in Wodka rein und schieben es sich ein. Kann man durch die Mumu auch Alkohol aufnehmen, so? Ja, Schleimhäute. Eigentlich logisch, gell? Ja. Bitte nicht nachmachen. Nein, nein. Gestorben. Bitte schiebt euch generell nichts in den Arsch. Und auch nicht in die Mumu. Sondern das ist wirklich medizinisch richtig. So ein Zäpfchen ist okay, aber ja. Was ich mich mehr frage, wie das Zeug drin geblieben ist, ohne rauszufließen. Keine Ahnung. Ich frage mich so einiges bei dieser Geschichte. Ich meine, da standen so 3 Flaschen Cherry neben seiner Frau und ihm. Er hat sich hingelegt, so ein Stöpsel, der in seinen Arsch geht. Und dann kommt da so ein Trichter und ein Schlauch. Und dann wird die Frau, keine Ahnung, mit den Füßen irgendwie den Schlauch festgehalten haben, eine Sherry geöffnet haben, nebenbei ein Schlückchen genommen haben und ihm dann in seinen Arsch einfach Sherry einfließen lassen. Es gibt eine Checkers-Folge, dann hat sich eine halbe Bier in den Hintern, der Stevie O, glaube ich, hat es gemacht. Da hat ein halb Liter Bier im Arsch. Da passt scheinbar echt erstaunlich viel rein, habe ich auch nicht gedacht. So. Er muss halt sich sehr entspannen, dass alles schön volllaufen. Okay, wir müssen das Thema wechseln, ganz schön widerlich. Die Frage ist, wie erklärt man sowas im Krankenhaus? Ja, aber ich glaube, dass vermutlich pro Jahr oder dass jedes Krankenhaus hier und da mal eine skurrile Geschichte erfährt, wo irgendwer sich irgendwas hinter ihm geschoben hat, was gar nicht reingehört. Das war's mit Black Stories. Hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt immer noch ein paar übrig. Wir dürfen nicht alle zu verballern. Schaut mal her, Leute. Wir haben jetzt hier schon nicht ganz die Hälfte. Wir sind echt gut vorangekommen. Wir brauchen doch für viele Folgen noch ein paar Black Stories, dass wir noch ein ganzes Jahr lang noch das spielen können, Leute. Nicht alles auf einmal verballern. Deswegen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ciao, ciao.